Jetzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Berserker. Wir haben den ultraschweren Bosskampf gegen Delago gemeistert. Ich glaube, ganze 5 Speere hat der gefressen. Warte mal, ich sehe gerade was. Ich habe da anscheinend was vergessen. Und jetzt können wir den See ein bisschen erkunden. Und ich bin schon sehr gespannt, was dieser Mod für uns hier bereithält. Wir haben ja schon gelernt, dass der Mod durchaus... Ja, sagen wir mal, sehr viele Überraschungen parat hat. Habe ich da hinten eine Salazar-Statue gehört? Ah ja, tatsächlich. Ich schieße die mal weg. Nicht, dass ich irgendwie alle finden würde und ich habe es auch gar nicht vor, aber ne, nehmen wir mit. Okay, also, was wollte ich sagen? Salazar-Salat. Einige Überraschungen. Ich bin gespannt. Was finden wir auf der Hühnerinsel? Was finden wir beim gestrandeten Boot? Soll ich jetzt schon hier hinkommen? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe da hinten eine Medaille übersehen. Ah, ich weiß sogar wo. Naja, ich glaube, wir kommen danach hin und wenn nicht, ist es mir auch wurscht. Ich glaube, wir tun's, da wir schon hier sind. Ne, jetzt bin ich schon mal da. Okay, von mir aus. Ich bin jetzt überhaupt nicht auf so einen Kampf eingestellt. Oh, guck mal, da steht schon ein Brute, um uns zu begrüßen. Jetzt ist er verwirrt. So. Ein Brute weniger schon mal, ne? Das ist schon mal gut. Haben wir uns schon mal das Ganze ein bisschen erleichtert. Ich gehe mal noch ein bisschen scouten, ob ich hier noch was sehen kann eventuell. Niemanden. Na, dann gehen wir mal an Land. Let's go. Das kann übel werden. Der hat schon wieder nichts gedroppt. Droppen die nichts, wenn man die so ein bisschen wegsniped aus der Entfernung? Sagt das Spiel dann, das ist illegal? Wartet mal ganz kurz. Ich. Ja. Ja. Ja, ich hab's mir gedacht. Ich hatte meine Kopfhörer wieder verkehrt rum auf. Und dann kommen mir die Geräusche immer so komisch vor. Dann denke ich mir immer so, hä? Das klingt so, als würde das vom Wasser kommen. Was ist denn da los? Un Forastero. Hey, mittlerweile sind wir doch eigentlich schon alte Freunde, oder? Bin doch kein Fremder mehr. Wir sind doch quasi Buddies. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Also ihr nicht persönlich, so als Individuum, aber habt ihr nicht so ein Hive-Mind irgendwie, oder? Also für mich seid ihr alte Compadre. Was ist denn das spanische Wort für Freund? Melon! Glaube ich. Oder? Das war Spanisch. Ich glaube, Gandalf spricht Spanisch. Oh, na wunderbar. Schaut euch die Kombination an. Der hat mir doch schnell eine Ohrfeige mitgegeben, ne? Aber gut. Oh oh, Dynamitstangenkerl. Oh, das war gerade so schlecht geworden, aber das Fass explodiert nicht, okay. Lustig, ey, wie der das wirft. Das ist so realistisch, oder? Das wird mir in real life passieren, garantiert. Ich würde schaffen, dass das auf mich zurückfliegt, glaube ich, sogar eher noch. Moment mal, ich muss jetzt mal den da schnell erschießen, aber kann ich die Tür von der Seite irgendwie nicht öffnen?
Meine Güte, ich dachte, er ist tot, deswegen lade ich schon nach. Es nimmt kein Ende. Ja, wirklich, ne? Doch, ich... Nee. Tatsächlich, die Tür kann man nicht öffnen. Okay. Das ist neu. Wahrscheinlich haben sie sich für den Rückweg was Wunderschönes überlegt. Ich freue mich schon. Magnum Bullets? Kommt da wirklich keiner? Ey, der Rückweg. Oder das Spiel wiegt mich hier in falsche Sicherheit und dann am Rückweg, dann ist aber die Kacke wahrscheinlich hier so richtig am Dampfen. Ich sehe es schon vor mir. Naja, gut. Dann schaffen wir jetzt erstmal den Hinweg, oder? Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr an die Rätsel erinnern. Ich konnte das alles auswendig, aber das weiß ich nicht mehr. Oh, du Arschloch. Come on. Der war echt gut gezielt, ne? Kann man nichts sagen. Muss man ihm lassen. Warum treffe ich seinen blöden Arm nicht? Puh. Nicht schlecht geworfen, Axtmann. Okay, ich habe eine Verwandlung gehört. Ich weiß aber nicht, wo. Ah, hier. Person! Der wollte sich nicht staggern lassen, ne? Habt ihr es gesehen? Der wollte sich nicht staggern lassen, egal was ich gemacht habe. Also kein Angriff, keine Angriffsfläche für Nahkampf, meine ich jetzt. Oh. Oh. Ja, wartet mal ganz kurz. So. Let's go. Jetzt kann die Party losgehen. Okay, haben wir es? Die beiden sterben synchron. Oh. Ah, dammit. Ich dachte, du bist schon tot genug. Na, shit. Okay. Nix, was eine TMP nicht lösen könnte, ne? Für was haben wir denn die gute TMP? So, irgendwer schreit da noch rum. Irgendwer beschwert sich noch. Radler trockt mal, hat er gesagt. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber er hat schon recht, also keine Ahnung. Oh oh, ich höre einen Brute. Ich glaube, der war direkt hinter mir. Warum nimmt das kein Ende? Okay. Wo kommen die denn alle her, Mensch? Um Gottes Willen. Schnell alles, was wir haben, ein bisschen durchladen. Aber ich habe garantiert noch einen Brute gehört. Aber wisst ihr was? Der könnte auch da drin sein. Würde mich nicht wundern, wenn das Spiel das macht.
Ja, der ist da drin. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern, was die richtigen Symbole sind. Das da und das da. Nee. Ja, ich muss nachgucken gehen. Okay, wir haben den komischen Bogen, den Pfitzebogen, nennen wir ihn Pfitzebogen. Kann ich mir, glaube ich, merken. Wir haben die Zwillingsknödel. Und Waage. Wassermann, Waage. Also, Pfitzebogen, Zwillingsknödel, Wassermannwaage. So. Ich hab dich schon erwartet, mein Freund. Ah, guck mal, das ist ja nett. So muss das. So. Nehmen wir den abtrünnigen Kopf. Ich hab schon gehört, wie die neue Generation von Gegner gespawnt ist. Und unten die Tür können wir ja gemeinerweise nicht öffnen für eine Abkürzung, ne? Also heißt es wieder oben rum. Un Forastero! Das verletzt mich schon ein bisschen, dass die mich immer noch als einen Fremden bezeichnen. Wir haben schon so viel miteinander durchgemacht, die Plugger und ich. Außerdem bin ich jetzt auch schon... Ich bin auch infiziert. Wir sind Familie. Ohana. Naja. Bam. Okay. Ich wollte das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht machen. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen gemütlich eine Expedition wagen, bevor wir in den Bereich gehen. Weil ich hatte ein bisschen Angst vor dem Bereich. Aber ehrlich gesagt war der ganz chillig. Diese Passage erinnert schon sehr stark an den See aus God of War, oder? Gerade im ersten God of War, da fährt man ja so lange mit seinem Boot auch über diese See-Hub-World und hat überall die Stege, wo man Land gehen kann. Das musste ich schon immer sehr denken hier. Da, 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 da. Prächtiger Armreif. Und Adamantium. Jetzt können wir unser eigenes Wolverine-Skelett schmieden. In Pink. Das macht es noch cooler. Okay. Diese Fässer, über die man fahren kann, damit man ein bisschen Geld kriegt. Das ist, weißt du, das darf nur Resident Evil. In anderen Spielen würde man sagen, das ist jetzt ein bisschen zu albern und zu quatschig. Aber Resident Evil kann das. Resident Evil kann sich sowas leisten. Resident Evil nimmt sich nicht ernst genug. Also weißt du, das ist so immer dieses Over-the-Top, immer gamey, immer irgendwie albern, gleichzeitig super krass. Und deswegen darf... Also Resident Evil kaufe ich das so ab. Dass da einfach... Dass Leon da einfach mit seinem Boot Fässer, ne? Ist alles cool. Habe ich überhaupt keine Fragen. Leon macht das. Ach komm, Leon, wir müssen ein bisschen besser zielen hier. Yes. Schau, da liegt der Doderfisch im Wasser. Den macht man hier. Kennt ihr das? Fischi, Fischi, Fischi. Naja, Leon. Holen wir uns mal die wir geschafft haben. Ich bin mir sicher, das sind bösartige Plaggerfische, ne? Nur, dass wir uns da einig sind. Das sind keine hilflosen, armen, kleinen Kuschelfische. Das sind absolut hinterhältige, böse Monsterfische. Die schlimmsten der Schlimmen.
Okay. Jetzt sieht es schon aufgeräumter aus hier. Das Boot hat leider echt keinen guten Wendekreis. So. Ich meine, ich könnte ein bisschen Lebensenergie brauchen. Ne? Vielleicht esse ich so ein kleines Fischchen mal. Ich bin gespannt, ob wir jetzt noch alle fehlenden... Es fehlt eh nur noch ein Teil, ne? Ja, genau, stimmt. Naja, gucken wir mal. Muss ich später nochmal zurückkommen. Dann fahre ich mal zum Boot, wo man im Hauptspiel die Red Nine kriegt. Ich bin gespannt, was man hier kriegt. Wahrscheinlich eine ordentlich aufs Maul. Von irgendeinem krassen Gegner. Wahrscheinlich steht da irgendwie jetzt 18 Dr. Salvador aneinander gekettet. Zu einem riesen Super Salvador oder so. Das erwarte ich so von dem Mod ein bisschen. Schauen wir mal. Plump. Ja. Oh mein Gott, ein Riesenplager. What the fuck? Ich muss nachladen. Okay, er ist tot. What the fuck? Okay, da war einfach ein uralter, ich nehme an uralt, ich weiß es nicht, riesiger antiker Monsterplagger, der auf uns gewartet hat. Und wir kriegen die Red Nine. Hey, hat die Red Nine schon immer so eine 9 am Griff gehabt oder macht das der Mod? Ist mir auf jeden Fall noch nie aufgefallen. WTF. Ah, shit, nicht genug Schießpulver. Ich dachte mit Craften. Nein! Ah, was mache ich denn jetzt? Inventar voll. Die Red Nine lassen wir definitiv nicht zurück. Also muss ich nochmal hierher kommen. I'll be back, Red Nine. Oder? Ich kann wirklich nichts irgendwie. Ah, warte mal, ich kann Waffen nachladen. Shit, nicht genug. Auch da nicht genug. Ah, okay. Hat nicht viel geholfen. Ja, dann gehen wir mal zum Händler und verkaufen ein paar Fische. Warte hier, Red Nine. Da ist einfach ein Riesenplagger. Okay, Leute, aber das hat uns was gezeigt. Das hat mir was gezeigt zumindest. Wir hatten bisher quasi, ich sag mal, einen neuen Gegnertyp, kann man so sagen. Nämlich normale Dorfbewohner, Bewohnerinnen mit einem Hammer. Ne? Das war im Grunde nichts Besonderes jetzt. Die waren im Grunde einfach nur Brutes, aber hatten halt den Skin von normalen Plagger, von normalen Ganados. Was den Vorteil hatte oder was das Besondere war, dass das quasi Brutes waren, denen Plagger aus dem Kopf platzen können, wenn sie tot sind. Das war so ein bisschen... Na, der Kniff an der Sache. Okay, cool. Soweit, alles klar. Und jetzt haben wir aber zum ersten Mal einen vergrößerten Gegner gesehen. Der Plagger gerade war deutlich größer. Deutlich größer als andere Plagger. Riesig. Und das bedeutet, der kann das. Versteht ihr? Mit seinen Modding-Tools, mit der Engine von Resident Evil 4, kann der Gegner vergrößern. Und das öffnet natürlich für Sachen, die wir in dem Mod noch sehen könnten in Zukunft, Tür und Angel, oder wie man das sagt. Weiterhin viel Glück, Fremder. Oh, sieh dich einer an. Weil das kann er wiederholen, wenn er will. Wenn er will, kämpfen wir irgendwo gegen einen 20 Meter großen El-Gigante. Aber dann funktioniert halt auch von den Animationen her überhaupt nichts mehr. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Theoretisch... Ja, ich bin gespannt. Okay, wir haben zwei Amethysten. Die könnten wir hier einsetzen. Mit Edelsteinen ist das Spiel aber ganz schön sparsam, ne? Der Mod. Ich weiß nicht, ob wir das voll kriegen, aber ich werde es mal noch nicht verkaufen. Was kann ich dir Gutes tun? Besten Dank. Ich habe zu danken. So, hey, ich glaube, ich behalte jetzt die SG-09R einfach mal. Ich habe noch nie einen Run mit der Waffe gemacht. Ich mag die Red Nine eigentlich. Aber ich nehme immer die Red Nine. Ist auch langweilig, oder? Oh.
Jawohl, irgendwann wirst du einen Boss sehr glücklich machen. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Stirb mir da draußen nicht weg. Okay, dokeli. Da machen wir für heute schon wieder Schluss. Ne? Wir haben jetzt einen der beiden Schlüssel geholt. Wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Wir holen uns nochmal die Red Nine, fahren dann an die kleine Hühnerinsel, auf die ich sehr gespannt bin, können uns dann eigentlich den zweiten Rätselstein holen, warum nicht? Und dann, oh mein Gott, geht's hier hin. Und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Ohne Witz. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Das wird übel. Das wird übel. Aber hilft ja nichts, ne? Kann man nichts machen. Naja, schön. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüssi.